Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video ein Beispiel ansehen, wie wir eben die Klasse Filestream einsetzen können, um Schritt für Schritt einen Dateistrom auszulesen. Und dazu habe ich hier eben in diesem Ordner diese Sample-Text-Datei, wo eben ein Beispieltext, der sehr häufig in vor allen Dingen User-Interfaces für Software eingesetzt wird, um zu sehen, wie sieht denn mein User-Interface mit Text aus. Das ist eben Lorem Ipsum Dolor Sit Amet und so weiter. Das ist lateinischer Beispieltext, der an sich auch überhaupt keinen Sinn macht, wenn man den übersetzt, habe ich mir sagen lassen. Wir werden jetzt eben diese Datei über einen Dateistream auslesen und dann mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Und dazu füge ich eben diese SampleText.txt-Datei jetzt erstmal zu unserem Projekt hinzu, das wir benutzen. Wie mache ich das? Ich mache erstmal einen Rechtsklick auf das Projekt und gehe dann auf Add Existing Item. Das ist eben hier genau so zu sehen. Also was ich sozusagen brauche, ist dieser Menüeintrag aus diesem Obermenü, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eben zum entsprechenden Ordner navigieren und sage hier eben, also häufig, das möchte ich auch noch hiermit eben anmerken, ist bei dieser Dropdown-Box, der Tooltip geht jetzt leider gerade nicht weg, ich werde es nochmal canceln und neu aufrufen. Das war jetzt natürlich Blödsinn, was ich machen wollte. Nein, ich möchte nichts ausführen. Also nochmal ein Item hinzufügen. Wir gehen in den entsprechenden Ordner und wir sehen jetzt hier eben unten an dieser Stelle, dass hier standardmäßig nur Visual C Sharp Files ausgewählt sind. Wenn man andere Dateien eben dazu nehmen möchte über diesen Dialog, dann muss man erst diese Combo-Box hier ändern. Es war bei mir in der Vergangenheit so, ich habe nach einer Datei gesucht und habe mich gewundert, hey, warum taucht denn die hier nicht auf in diesem Ordner? Das Problem ist halt, dass dieser Filter hier unten gesetzt war und den müssen wir jetzt ändern. Ich setze den einfach auf alle Dateien und dann sehen wir hier eben auch unsere Sample Text TXT und die fügen wir mal direkt mit Add hinzu. Und wir sehen jetzt hier eben, dass diese Datei auch Teil unserer Solution geworden ist. Hier unten sehen wir es eben. Das ist jetzt eben, sind jetzt nicht bloß noch C-Sharp-Dateien mit der Abkürzung CS, sondern wir haben jetzt auch unsere TXT-Datei mit unserem Beispieltext dabei. Diese Datei wird jetzt standardmäßig mit in die Assembly hinein kompiliert. Das kann man zwar machen, ist aber im Üblichen nicht das, was man möchte. Was passieren soll, ist, dass beim Erstellvorgang, wenn wir uns das im Explorer nochmal anschauen, dass eben in diesem bin-debug-Verzeichnis, wenn wir unsere Solution kompilieren, dann soll hier eben diese sample.txt oder sample.txt einfach mit neben dieser eigentlichen exe-Datei liegen, die wir haben, und nicht mit direkt in diese rein kompiliert werden. Damit wir das umstellen können, gehen wir auf diese Datei und gehen dann in das Properties-Fenster. Ich habe es bei mir so angeordnet, dass es eben als zusätzlicher Tab neben dem Solution Explorer existiert. Sie werden wahrscheinlich das standardmäßig bei Ihnen anderen anders haben. So, der wichtige Punkt hier oben ist jetzt, hier ist die Build-Action, die steht auf Content, und Content heißt eben, dass diese Datei Teil der Assembly mit wird. Das ist aber nicht das, was wir standardmäßig wollen, deswegen stelle ich diesen Content jetzt auf None um. Das heißt, während des Erstellvorgangs wird mit dieser Datei standardmäßig erstmal nichts gemacht. Wenn dann der Erstellvorgang vorbei ist und eben das Kompilat in den Bin-Debug-Ordner rauskopiert wird, dann soll hier aber eben copy if newer, es soll hier dann eben überprüft werden, ist diese sample txt oder sample text txt, Entschuldigung, eben neuer als das, was schon in diesem Ordner existiert. Wenn
ja, dann erstelle eine neue oder kopiere diese Datei rüber in den neuen Ordner oder in den Ausgabeordner, ins Output Directory. Das wird natürlich auch gemacht, wenn diese sampletext.txt noch gar nicht im Ausgabeordner existiert. Und so kann man eben über die Eigenschaftsfenster, wenn wir eine Nicht-C-Sharp-Datei hier haben, eben angeben, was soll denn hier eigentlich als Build-Action passieren, eben nichts. Und wie soll dann diese sampletext.txt weiterverarbeitet werden, wenn der Bildvorgang abgeschlossen ist. Das heißt, wenn ich jetzt bilde, sehen wir jetzt hier eben in, jetzt sind wir nicht mehr da, Moment. Wenn wir hier in bin debug jetzt schauen, dann haben wir hier jetzt eben unsere sampletext.txt tatsächlich als parallel zur Assembly liegende Datei mit im Ausgabeordner liegen. Okay, das heißt, wir wollen jetzt diese Datei öffnen. Damit gehen wir eben hier direkt los. Wir erstellen erst einen Dateistrom oder Filestream, wie er eben auf Englisch heißt. So, und dieser Filestream bietet eben einige Überladungen an. Die simpelste, die wir nutzen können, ist eben hier diese mit, wo wir den Pfad zur Datei angeben und den sogenannten File Mode. Es gibt auch noch viele andere Überladungen wie diese hier. Die kann man eben auch nutzen, wenn man möchte. Da kann man eben noch bestimmte andere Sachen mit angeben, wie der Filestream intern eben funktioniert. Also hier könnte man zum Beispiel festlegen, möchten wir diese Datei eben lesend oder schreibend oder beides zugreifen. Und FileShare sagt eben aus, wie können denn andere Prozesse noch auf diese Datei zugreifen. Das kann man dann hier noch spezifizieren und Sie sehen auch, es gibt weitere Möglichkeiten, dass man hier noch mehrere Sachen für diesen FileStream eben festlegt. Wir benutzen aber jetzt einfach mal diese einfache Überladung hier oben. Wir geben jetzt eben an, dass wir die sampletext.txt-Datei öffnen müssen und wir benutzen hier eben filemode.open. Schauen wir uns nochmal kurz diese filemode-Enumeration an. Wir haben hier eben diese Werte, wovon man aber häufig eben bloß create oder open benutzt. Warum? Open macht eben eine Datei auf. Wir gehen dann eben aus Programmiersicht davon aus, dass diese Datei auf jeden Fall existiert, ansonsten würden wir eine Exception bekommen. Bei Create gehen wir eher so in die Richtung, dass wir in eine Datei schreiben möchten und dazu wird sie eben neu erstellt. Wenn die entsprechende Datei aber schon existiert, wird sie überschrieben. Und das sind eben die beiden Szenarien, die häufig anzutreffen sind. Sie können natürlich auch Append beispielsweise nutzen, wenn Sie wissen, okay, die Datei existiert und ich möchte an sie anhängen. Dann wird eben die aktuelle Position direkt an das Ende des Dateistreams festgelegt. Wie gesagt, schauen Sie sich einfach diese Enum mal an, wenn Sie in einen anderen Fall reinkommen wollen. Hier ist ja auch jeweils beschrieben, was die einzelnen Sachen machen sollen. Okay. Und wenn wir diesen Dateistrom haben, dann können wir jetzt eben in einer Schleife, beispielsweise in einer While-Schleife, festlegen, dass wenn die aktuelle Position, die wir haben, kleiner ist als Dateistrom.länge, was gleichbedeutend ist eben mit die Position, wo der Stream gerade sich befindet, noch nicht am Ende ist von dieser Datei, dann lesen wir eben jetzt ein Byte ein. Und hier machen wir eben ein Console Write Line oder Write mit Convert. .toChar mit diesem Byte.
So, wenn wir jetzt mit diesem Dateistrom fertig sind, dann rufen wir auf ihm einfach close auf und am Ende machen wir noch ein readline, damit der Nutzer Enter eingeben muss. So. Also auch wieder ein sehr knappes Beispiel, aber es zeigt im Wesentlichen, was wir erreichen wollen. Wir gehen es einfach mal kurz durch. Wir erstellen hier diesen Dateistrom mit dieser SampleText.txt. Und solange wir eben noch nicht am Ende des Stroms angekommen sind, versuchen wir jetzt einmal ReadByte aufzurufen. Bei ReadByte wird natürlich auch jeweils die aktuelle Position automatisch um 1 verschoben. Also wir müssen nicht extra noch sagen, okay, lies jetzt dieses Byte und dann müssen wir die Position manuell sozusagen um 1 nach hinten schieben. Das ist nicht der Fall. Das passiert natürlich bei diesem ReadByte-Aufruf direkt selbst. Und wir haben jetzt hier eben Byte Nummer 76 eingelesen und versuchen das jetzt mal in einen Character zu konvertieren. Und wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, dass wir wahrscheinlich das L von Lorem Ipsum schon mal sehen. Und wir sehen hier, ja, das ist der Fall. Hier ist das L. Ja, und dann lesen wir jetzt eben Schritt für Schritt diesen Dateistrom ein und nicht wie mit File eben so, dass wir die Inhalte der kompletten Datei einlesen. So, nachdem ich hier einige Durchgänge eben durchdebuggt habe, sehen wir eben hier, wie sich jetzt langsam auf der Konsole eben dieses Loren, Ipsor, Dolor, Sidamet formt. Wir haben jetzt eben 5, 6, 11, 12, 13 Durchgänge schon durch, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe. Und wir kommen jetzt mal oder springen direkt mal aus dieser While-Schleife raus. Wir können dann hier eben sehen, dass dieser Text hier komplett enthalten ist, eben wie wir es auch in unserer SampleText.txt haben. Der wichtige Punkt ist aber, dass wir hier jeweils bloß immer ein einzelnes Byte eingelesen haben und nicht den kompletten Inhalt der Datei. Natürlich könnten wir in einer so kurzen Datei auch immer noch ganz locker den Inhalt komplett auf einmal in den Speicher lesen. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben wirklich ein codiertes Video und Sie müssen dann sozusagen ein Stückchen dieses Videos einlesen, das durch einen Dekodierer durchjagen und dann können Sie eben die entsprechenden Bildinformationen auf einen Monitor ausdrucken. Ja? Das ist eben kann man sich vorstellen, ein wesentlich komplexerer Vorgang und das geht auf jeden Fall auch nicht auf einmal in Echtzeit. Also wir können nicht einfach auf das Video klicken, es startet und verarbeitet währenddessen die zukünftigen Frames, die wir gleich sehen werden, eben parallel, während wir schon das Video anschauen. Wichtig, wenn Sie mit Ihrem Dateistrom fertig sind, wie wir hier eben nach unserer Schleife, nicht vergessen, den zu schließen. Jetzt in diesem Beispiel ist es natürlich Blödsinn, das zu machen, aber tun Sie es trotzdem in Ihren Programmen später nicht vergessen. Denn wenn Sie das nicht machen, dann bleibt eben dieses Handle für die Datei offen. Kann heißen, andere Programme können, wenn Sie es entsprechend gesetzt haben, nicht auf diese Datei zugreifen. Wenn Sie das aber können sollten, ist das ein Problem für Sie. Zweitens, wenn Sie sehr viele Dateiströme aufmachen und vergessen, diese wieder zuzumachen, dann bleiben auch da wieder native Ressourcen eben stecken, die erst mit dem nächsten Garbage-Collector-Lauf aufgeräumt werden und wir wissen nicht, wann das passiert. Das heißt, Ihr System könnte sozusagen viel mehr Speicher zur Verfügung haben, ohne dann beispielsweise in eine Out-of-Memory-Exception zu kommen, aber Sie haben vergessen, die entsprechenden nativen Ressourcen zu schließen. Deswegen schlecht. Sie können hier entweder Close aufrufen oder Dispose, denn die Klasse FileStream, wenn wir uns die hier jetzt direkt mal anschauen, hier zuklappen, hier sehen wir die ganzen Konstruktoren und so weiter, was es hier sonst noch so alles gibt auf dieser Klasse. Diese leitet, wie gesagt, von dieser Klasse Stream ab, die eben die Abstraktion für alle Streams bildet und wir sehen hier das Stream iDisposable implementiert
Und hier sehen wir jetzt wirklich mal den richtigen Punkt, warum iDisposable so wichtig ist. Wenn Sie dieses Interface auf irgendeinem Objekt sehen oder einer Klasse, dann müssen Sie sofort schalten, okay, wenn ich das entsprechende Objekt nicht mehr brauche, dann muss ich Dispose auf ihm aufrufen, damit die entsprechenden Ressourcen, die dieses Objekt verwaltet, die üblicherweise eben nativ sind, freigegeben werden. Wichtig, bitte merken Sie sich das. Das wird Sie in sehr vielen Situationen vor dem vor der Verrücktheit bewahren, wenn Sie das nicht vergessen. Also, ob Sie jetzt hier eben Close aufrufen oder Dispose, macht an sich erstmal keinen Unterschied. Wir haben jetzt hier eben den Filestream direkt benutzt, um diese Datei auszulesen. Wir können aber natürlich auch sagen, warum können wir das Ding denn nicht zeilenweise auslesen? Also, dass wir sozusagen immer versuchen, eine Zeile einzulesen, diese dann zu interpretieren und dann machen wir weiter. Wir werden aber sehen, dass eben unser Dateistrom dazu keine Methode anbietet, die wir eben hier direkt, also ReadString oder ReadLine sozusagen, wie bei der Konsole eben anbietet. Das macht aber nichts. Es gibt nämlich noch einige Klassen, die den Filestream kapseln und ihn dann einsetzen, um eben aus einem Stream bestimmte Informationen herauszuholen. Und einer dieser Klassen ist eben der StreamReader. Und die Klasse StreamReader hat die Aufgabe, dass sie eben aus Dateiströmen Strings interpretiert. Und diese werden wir jetzt mal einsetzen. Wir bauen eben hier einen StreamReader und da geben wir eben diesen Dateistrom, den wir gerade haben. Und Sie sehen auch hier, wir können hier ein Encoding jetzt mitgeben, wo wir eben sagen, in welchem Format ist denn dieser Stream encoded, um sozusagen dem StreamReader sofort zu sagen, okay, wir haben hier das Format UTF-32 beispielsweise, weil wir eine außergewöhnliche Datei haben, und bitte interpretiere die Bytes, die da drin stehen, als UTF-32 encodiert. Und wie Sie sehen, es gibt hier auch noch einige weitere Konstruktoren. Auf alle werde ich jetzt nicht eingehen. Wichtig ist mir bloß, dass Sie verstehen, hier können wir eben das Encoding, das wir haben wollen, entsprechend übergeben. Oder wir sagen einfach, bestimme das Encoding selbst, indem wir bloß den entsprechenden Stream übergeben. So, und dann statt, dass wir hier jetzt eben Dateistrom.position, kleiner Dateistrom Length, können wir jetzt eben StreamReader.readLine anwenden. Und damit lesen wir eben eine komplette Zeile als String aus dieser Datei aus und können dann eben direkt diesen String mit WriteLine ausgeben. Wahrscheinlich müssen wir hier noch die Sache an. Es gibt hier eben ein End of Stream. Da können wir eben überprüfen, sind wir am Ende des Stroms angekommen. Solange das eben noch nicht der Fall ist, versuchen wir immer wieder eine Zeile einzulesen. Und den StreamReader selbst müssen wir dann natürlich auch am besten schließen. Er kapselt ja einen Dateistrom. Häufig kann man dann eben diese Klassen, die Dateiströme kapseln, auch direkt close aufrufen und intern wird dann der Dateistrom eben ebenfalls mit beendet. Ich muss mal gucken. StreamReader close. Hier kann man es nicht direkt einstellen. Also ich habe gerade gesucht, kann man von diesem Objekt ablesen, ob er den darunterliegenden Dateistrom schließt oder nicht. Aber üblicherweise kann man davon ausgehen, dass wenn man auf den Reader Close aufruft, dass er diesen Close-Aufruf an den Strom, den er kapselt, eben weitergibt. Okay, und dann schauen wir uns das nochmal an, wie das hier jetzt aussieht. Wie gesagt, wir erstellen hier den StreamReader, gucken, sind wir schon am Ende des Streams
angekommen. Wenn nicht, versuchen wir eine komplette Zeile aus dieser Datei jetzt einzulesen und geben die dann auf der Konsole aus. Und das sieht dann jetzt eben so aus, dass wir hier die erste Zeile in unserer Datei auf die Konsole geschrieben haben. Und wir können natürlich auch nochmal die SampleText.txt anschauen und wir sehen, vollkommen korrekt, das war die erste Zeile. Das heißt, wir müssten noch drei weitere Aufrufe in dieser Vorschleife haben, damit wir genau das bekommen, was wir eben hier in der Datei stehen haben. Und genau das ist natürlich der Fall. Ja, dann schließen wir unseren Streamreader und damit ist dann auch unser Programm beendet. Damit bin ich am Ende dieses Videos. Wir haben gesehen, wie wir FileStream einsetzen. Auch hier haben wir gesehen, die API ist eigentlich relativ straightforward. Wir können über FileStream direkt Bytes einlesen. Wenn wir Textdateien interpretieren wollen, dann können wir beispielsweise den Streamreader einsetzen. Und damit haben wir eben die Möglichkeit, Dateien auszulösen. Das Pendant ist natürlich, dass wir hier nicht Stream oder Dateistrom.readByte aufrufen, sondern WriteByte. Dann würden wir an die aktuelle Position eben etwas in die Datei hineinschreiben. Und es gibt natürlich auch ein Pendant zum Streamreader, das ist der Streamwriter. Den kann man eben nutzen, um eben Strings direkt in eine Datei zu schreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir uns mit Serialisierung und Deserialisierung beschäftigen werden. Auf dahin, bis bald!